Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Die drei vor Dorf. Wieder mit dabei der Spechti und der gute Hallo. Matthias. Und ja, wir waren jetzt hier am Ballenpressen und der gutste Karl am Mähen. Und ja, das machen wir auch gleich mal weiter. Ja, du sag mal, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, hier der Fan, ne, der hat eindeutig mehr Power. Also das Okay. ist gleich ein anderes Main. Wie kommt mein Schmuckstück so zurecht mit dem Ballenpressen? Läuft ganz gut. Das ist doch schön. Oh Mensch, ich habe hier nur noch eine Bahn zu machen, du. Wow. Willst du denn gleich mit dem Mähwerken wieder runterfahren? Könnte ich machen, ja. Könnte ich machen, ja. Ja gut, alles klar, weil dann bringe ich dann nachher die Ballenpresse dann runter. Und dann, ja, ich hoffe, dass der Herr Breit einen Traktor hat mit Frontlader, weil irgendwie muss ich die auch aufladen können. Ja, muss ich dann mal gucken. Aber ich denke mal, dass der da irgendwas hat. So, dann bleib mal stehen, bevor du Jo. neu ansetzt. So. Ja, genau, Jo. alles klar. Dann danke dir erstmal, ne? Und wir sehen uns dann nachher bestimmt später nochmal. Natürlich. Okay, bis Alles klar. später. Bis später, Ralf. Jo, Tschüss. tschüss. So, fahren wir mal wieder zurück. Mach, glaube ich, hier dann gleich links runter. Haben sie aber wieder eingeparkt hier heute. Meine Güte.
Schachtel machen, dass wir hier nichts kaputt machen. Mein Herr Breit anrufen. Ja. Moin, Herr Breit, ich bin jetzt wieder mit dem 39er wieder bei Ihnen an den Hof. Ich sehe Sie. Ja, ich habe meine Schnellfahrt fahren gelassen. Wir haben ja getauscht unten. Und ja, wollte fragen, was es als nächstes zu tun gibt. Ja. Nächste wäre Ansehen. So, komm auflegen, oder? Bitte? Komm auflegen, oder? Komm mal auflegen, ja. Träger steht wo? Das steht hier an der Halle. Ja. Und lief gut? Ja, ich hab ja dann gepresst. Der Herr Schwarz hat dann. Der Karl hat dann ein bisschen gemäht, ne? Und dann haben wir gewechselt. Und hab dann den Fan wieder hergefahren. Ja, gut. Ich wüsste halt nicht, wo ich den hinstellen soll. Nicht schlimm. Ja, ich überprüfe mal die Schlauchverbindung. Ja, sind dran. Und wie viel Vorsicht? Ja, Vorsicht gut. Sehr schön. Auch der Herr Schwarz hat Positives drüber berichtet. Hat gemeint, der ist schon ein bisschen stärker als seiner. Das ist ja auch halt eine ganz andere Baureihe. Halt schon eine Nachfolge von ihm. Das ist eine Nachfolge von seinem. Jetzt bei mir eigentlich nur noch Ansehen. Ja. Das ist 79, immer Flurstück 79. Flurstück 79, ich guck mal auf. Die 9 und die 17. Die 9 und die 17. Und das, was direkt beim Hof ist, und da vorne im Feld, auf dem Feld. Ich okay. Wissen Sie, wollen Sie fahren? Ich fahre ja. Was soll ich. Was wird angesehen? Ich würde mal sagen, machen wir mal die erste. Alles klar. Auf der 17. Ja, machen wir beide. Auf beide die erste, alles klar. Ja.
Und falls das Saatgut alle sein sollte, dass die grünen Silos hier draußen, da Ja. ist Saatgut drin. Okay. Dann viel Spaß. Gut, danke. Dann fangen wir mal an. Siehst du wieder nicht, wo du angesehen hast. Weiter lüpsen hier.
Naja, ein bisschen siehst es. Bisschen siehst du, wo du warst. Aber erstmal die Langbahn. Aber gebe ich da das Saatgut heute. Ich werde müde, was ist das?
Ja. Ist halt schlecht, man sieht es nicht ganz, wo man schon war. Beispiel hier auf der Stelle. Man sieht es halt nicht viel, so genau, wo man schon war. Das ist ein wenig kacke. So, kommt daher breit. Hallo, Herr Breit. Hallo. Ja, ich bin hier immer noch am Ansehen. Sieht man, läuft alles? Läuft alles, ja. Man sieht halt noch nicht so genau, wo man war. Okay. Aber wie es hier weitergeht, meine Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut. Schaltet ein. Schaut auch bei Spechti vorbei. Ist wieder unten verlinkt. Und bis dahin, liken, kommentieren, teilen und die Glocke nicht vergessen. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.